bin von Haus aus Luft- und Raumfahrttechniker. Ich habe einige Jahre an der Hochschule verbracht, ebenfalls mit viel Spaß, habe aber irgendwann verstanden, dass meine Rolle eher die ist, in der Praxis mitzuhelfen, Ideen in Produkte und Lösungen umzusetzen. Das Zentrum hat heute über 200 Mitarbeiter, unter denen sich auch immer eine größere Gruppe von Studenten befindet, die bei uns Diplomarbeiten anfertigen, Promotionsarbeiten oder einfach nur Praktika absolvieren. Die Firmen sind primär interessiert am Produkt. Die Hochschulen sind primär interessiert an den Grundlagenfragen. Treffen tun sich die beiden, wenn es um Technologie geht. Unsere Schwerpunkte in Garching sind von der Energietechnik bis zur Medizintechnik sehr breit gestreut. Ein gewisser Fokus aber liegt auf alternativen Energien. Fragen der Fertigungstechnik spielen dort ebenfalls mit hinein. Denken Sie an Windblätter. Neue Materialien wie Kohlefaserverbundwerkstoffe werden dort zunehmend eingesetzt werden. Die Kosten sind noch zu hoch, viel Forschungsbedarf ist nötig. Das sieht sehr gut aus. Genau, das ist jetzt der Vorversuch für ein dickes Bauteil, um auch mal zu zeigen, wie dick dieses Strukturbauteil werden kann, das für den Windflügel dann auch notwendig ist. Und man sieht, das ist hier der Querschnitt. Ja, das ist sehr gut geworden. Wie ist das mit der Porosität? Das Besondere bei GE Research ist die Themenpalette, die sich grundsätzlich immer mit der Zukunft der Firma beschäftigt und nicht so sehr mit dem Hier und Jetzt. Der größte Spaß bei meiner Arbeit ist immer das Vergnügen zu sehen, wenn Projekte gelingen und zu sehen, wie Mitarbeiter sich freuen, dass ihre Projekte erfolgreich gewesen sind. Also wir haben es dann tatsächlich geschafft, 40% mehr Leistung aus dem gleichen Modell zu bringen. Genau. Das passt wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. In der kurzen Zeit, das hätte ich fast nicht erwartet. Das hat sehr gut gemacht. Vielen Dank. Täglich sind wir umgeben von entscheidenden Fragen, die nicht nur uns, sondern die Gesellschaft als Ganzes berühren. Und wir haben die, ich würde fast sagen, einmalige Chance, wir haben das Privileg, an diesen Themen arbeiten zu können. Die Mitarbeiter tun das auch und meistens mit sehr gutem Erfolg.